Korrekt. Officer? Ja, bitte, der Herr. Hören Sie zu, der Mann, der ist bewaffnet, der ist gefährlich. Welcher? Hola. Officer, okay. Können Sie einmal kommen? Ja, natürlich. Ja, hören Sie zu. Mal, bleib mal bei denen. Ja, er hat Drogen und eine Pistole bei sich. Er hat uns gerade bedroht. Und, er hat auch, glaube ich, Opium oder sowas dabei. Und kontrollieren Sie ihn bitte, nehmen Sie ihn fest. Er hat jetzt gerade schon 2 Zivilisten getötet. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Also jetzt einfach so auf Tatverdacht kann ich das nicht machen, der Herr. Sie haben das wirklich alles so gesehen und Sie sagen, Sie wollen, Sie sollen den Herrn jetzt... 100%. Er hat, hören Sie zu, wenn er keine Waffe und keine Drogas mit sich hat, nehmen Sie mich fest. Für Lügen. Okay, wir probieren Andere. Mal was aus, ja? Er hat gerade 2 Zivilisten niedergeschossen. Er meint auch irgendwas von Kokain und so, das Zeug ist voll krass und so. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, ich reise. Der Herr, wie heißen Sie? Ganz schön aggressiv. Wird mir Ihren Namen verraten. Ich bin Sklappi. Hat er die Waffe zugesteckt? Nein, der hat immer noch. Okay. Hat er für einen normalen MK2? Ja, MK2 hat er mir eh nicht zugeschickt. Ja, genau. Du hast ihm deine MK2 gegeben? Ja. Du Stück Scheiße! Sie haben doch gesagt, ich habe ihm eine Pistole, mir jetzt hat er fast 1 Million von uns. Aber du, warum sagst du dann, dass ich ihm eine geben soll? So, der Herr, wir müssen nämlich mal einmal was überprüfen gerade. Ja, ist kein Problem, ich warte. Mr. Bitcoin, ich denke, du gehst gleich. No. Ah, okay. Bevor du gehst, sag Bescheid. Ich will dir was sagen. Ach, dann bin ich fertig. Drohung, Officer. Nein, das wird keine Drohung. Also bist du nicht in der Stadt rumgefahren und hast gesagt, du willst mich umbringen? Nein, das ist nicht mal ansatzweise richtig. Was war mit den Blutgedürstet? Mit den 2 Zivilisten, die du getötet hast? Ich habe keine Zivilisten getötet. Mit deinen Pistolen? Ich habe keine Pistolen. Oh, dann. Sir, okay. Dann müssten wir, also wir haben ja gerade einen hinreichenden Tatverdacht und wenn das für Sie okay wäre, würde ich Sie gerne einmal durchsuchen. Können Sie gleich sofort machen. Ich habe einmal kurz den Weg. Hey, warte mal, du hast eine Waffe zugesteckt bekommen gerade. Mr. Hast Bitcoin. Du? Moment, geht mal weg von ihm. Ey, Hermanos, der steckt uns Waffen zu. Steckt uns Waffen zu, Jungs. Hey, Officer, der steckt uns Waffen zu. Ey, hey, Zivilist. Ja, bitte. Er hat dich doch gerade umgeschossen. Ich muss ihn da direkt. Ja, die ist das. Ich habe den gerade gesucht. Was wollen Sie mir da? Was habe ich gesagt? Er wurde von ihm umgeschossen. Mann. Ihre beiden Waffen nehme ich ihn erstmal. Ja. Und ich werde sie direkt. Sekunde, eine Frage. Festsetzen. Ich werde sie direkt festsetzen. Was? Sie haben 2 Waffen. Wo sind Sie gerade? Sie haben schon gesagt. Hey, hallo. Abstand. So, bitte. Hallo. Hier wird nicht geschlagen. Wollen Sie sonst. Hallo. Abstand. Was? Hallo. Mr. Bitcoin. Alles gut. Ey, er ist sauer, Hermano. Er wurde 2-mal niedergeschossen. Von diesem Scrappy-Kara. Sie kommen jetzt direkt mit runter, ich muss sie einmal abführen. Das ist leider hart. Dass sie uns geholfen haben hier. No Problem, Armano, wir wollen noch. Lass, Digga, wir haben ihn kaputt gemacht. Ich hab noch was zu sagen, ich habe das Recht zu schweigen, aber ich will nicht schweigen. Ich werde Ihnen gleich auch Ihre Rechte vorlesen, aber. Gut, ich will aber nicht schweigen. Sie müssen auch. Ja, dann rede, was hast du zu reden? Genau, Sie können auch. Wieder 2 Wahalat, ich habe ihn vorne Mount Chiliad abgesetzt, er musste laufen zurück. Ich habe dich heute gefragt, wer ist dein stärkster Kämpfer? Du hast mir den stärksten gebracht, ich habe ihn kaputt gehauen. Hola, wer ist da? Oh, guten Tag. Ja, ich komme gleich vorbei, ich bin gerade hier noch am Polizeidepartement. Aha. Kann es sein, dass er dich nicht ernst nimmt? Ja. Ich das Gefühl. Kann man doch nicht ernst nehmen. Hermano, ich habe dir gesagt, Weizenmehl, kein Dinkelmehl. Adios. So. Fertig, respektloser Mann. Alles gut. Also hören Sie zu, Hermanos, der Sachverhalt ist ganz einfach. Er hat 2 Zivilisten niedergeschossen. Einer von denen. Ja, nein, tu es nicht! Hey. Das geht macht der Typ da. Boah, geiler Typ, Wallah, geiler Typ. Boah, geiler Typ! Ja, geil, Digga, jetzt wird er. Bruder, ist er tot? Warum? Er wird nochmal hochgeholt und dann muss er ins Gefängnis. Was ist denn hier? Also, Officer. Abu Zaytin, das war der Abu Zaytin. Nein, das war nicht Abu Zaytin. Das war aber 100%ig Abu Zaytin. Sicher? Ja. Jetzt, wo Sie sagen, doch, das war er. Ja, tatsächlich. Aber warten Sie mal, ich kann es auf eine Art und Weise verstehen. Ich meine, der hier hat Abu Zaytin in The Brayton einmal niedergeschossen und einmal seinen Freund. Okay, ja, aber gut, aber das ist kein Grund hier für Selbstjustiz, vor allem nicht vor dem PD. Definitiv nicht, aber nur, dass Sie wissen, wie lange kriegt der ungefähr? Gar nicht. Der kriegt ein bisschen, der doch, der Herr was? Hat, ich habe dem gerade 2 Waffen abgenommen. Warte mal, was hat er für Waffen? Er hat auf jeden Fall, ich habe gesehen, auf jeden Fall, er hat eine normale Pistole gehabt, was noch? Wie haben Sie das denn gesehen? Er hat die gezogen. Okay, er hatte ich hab eine doch, ja, ich kann es Ihnen sagen. Er hatte eine MK2 und eine normale Pistole. Hat er Drogen noch? Weil er hat damit geprallt, dass er Opium und Kokain verkauft. Wie kann ein Bewusstloser, können wir bitte den hereintragen, den Herrn, der jetzt bewusstlos ist? Ich trage den einmal rein, den Herrn. Ja, bitte. Herr Bitcoin, was kann man für Sie tun? Was kann man für Sie tun, Jirda? Ich hab diesen Pendejo hierher überführt. Ja, kommen Sie bitte mal mit rein. Ich wurde doch selber mit der scheiß Pistole bedroht von ihm.
Alles gut, Herr Bitcoin, kommen, folgen Sie mir einmal. Okay, haben Sie irgendwie so eine Wärmedecke? Sie wissen doch, diese ganz, ganz dünne, aber die ganz warm alles hält. Alles gut um ihn wird sich jetzt gekümmert. Kommen Sie einmal hier. Wann kümmerst du dich an den Verletzten? Ich will aber sehen, dass er ins Gefängnis kommt. Ich kann sonst nicht schlafen. Hermanos, der hat mich mit einer scheiß Pistole bedroht. Mit zwei verschiedenen. Einfach reingehen. Natürlich, die Herren können auch mitgehen. Mal die Tür auf. Wen suchen Sie? Scrappy Coco. Ihr müsst ganz kurz weg. Bitte wieder zurück. Natürlich. Herr Bitcoin. Mr. Black! Du musst weg von der Tür! Du musst weg von der Tür! Also ihr habt auf jeden Fall ziemlich aggressive Officers. Ja, kommen Sie bitte einfach mit. Wohin denn? Ja, kommen Sie mit, einmal zu. Wir werden da hinten einmal reden. Also wollt ihr mich verarschen? Dann hätten wir auch gleich außenrum von draußen ja, gehen können. Ja, ich wollte sie ja gerade holen, aber du. Sie haben mich durchs ganze scheiß Gebäude geschickt, obwohl ich einfach noch hier lang müsste. Ich wollte sie gerade holen. Ich hab doch gar nicht geschossen! Was redest du denn da? Ich laufe mit derselben Klamotten jetzt hier rum. Ich habe den Oberkörper frei. Hä? Was redest du? Ja. Warte, hallo, Shane, das stimmt doch gar nicht. Sehr gut. Oder Shane, der redet scheiße. Wir bringen den Herren jetzt erstmal runter. Oder der redet scheiße. Shane, klärst du das bitte mit? Shane, da alle, oder? Kann ich Ihnen nicht helfen? Ich hab euch gerade geholfen! Okay, Herr Bitcoin, beruhigen Sie sich. Hören Sie zu. Ich wurde mit einer Scheißwaffe bedroht. Angeschossen. Okay. Der hat mir erzählt, dass er Kokain- und Opiumverkäufer ist, mir und irgendwelche vielen Waren an mich verkaufen will. Ich habe kein Interesse, natürlich, noch Probleme. Des Weiteren habe ich gesehen, wie er zwei Zivilisten umgeschossen hat. Er hat zwei Waffen nachweislich haben sie ihn die weggenommen. Plus, ich habe ihn hierher gebracht. Und jetzt fragt ihr mich, was ich hier zu tun habe? Nein, ich bin gerade erst angekommen. Alles gut. Ich bin gerade erst angekommen. Wie ist dein Name? Was hier für ein Ray Elliott. Ray O'Wall Ray El-Hayat. Ray Elliott. Okay, Ray Elliott. Hör zu, Hermano. Ja, Bitcoin, ich höre ihn zu. Mr. Bitcoin, ich höre ihn zu. No problem. Ich bin gerade angekommen. Ja. Hab ihn hierher geliefert. Okay. Ich will wenigstens sehen, dass er... Ach so, Moment. Ey, Hermano. Scrappy Coco hat ihn... Also ich habe doch gesagt, zwei Zivilisten umgeschossen. Einer von ihnen war der. Einer von ihnen war der? Oh Mann. Oder verprügelt. Was hat er mit dir gemacht? Hat er dich nicht ins Koma geschlagen? Körperverletzung, würde ich gerne Anzeige machen. Ah, aha, gracias. Aha. Moment, Hermano, hat er dich nicht komplett ins Koma geschlagen? Ja, hat er. Bueno, bitteschön, Hermanos. Und ihr denkt, ich laber Scheiße? Nein, das sagt doch keiner. Mr. Bitcoin, aber kein Müll! Nein, das weiß ich doch. Alles kennt gut. Sie doch auch, oder? Das ist alles gut, hier ist noch ein Riesenchaos und ich frage mich, warum hier eigentlich 20 Pediler rumstehen und nicht ihrer Arbeit nachgehen. Alle gehen jetzt mal auf meinen Sohn. Haben die nichts anderes zu tun, ist zu viel Kriminalität in der Stadt. Rosotto, alle, jeder Einzelne, hey. Jeder Einzelne, Nels, Rosotto, alle anderen mit auf. Rosotto, Abmarsch jetzt. Ja, Risotto, Hermano. Abmarsch jetzt. Oh, jetzt sind die Medics da. Medics! Hey! Wir brauchen euch, Hermanos, kommt mit. Ja, ich weiß, aber Hermanos, ich hab diesen Mann hier überführt. Den Tatverdächtigen dann bitte einmal festnehmen. Ich werde den Tatverdächtigen jetzt festnehmen, okay? Das möchten Sie, Hermanos. Guten Tag, ja, guten Tag, wo bin ich? Sie. Das ist ein PD. MPD und Krankenwagen musste kommen, das ist sehr unfähig von der Polizei gewesen. Krank. Okay, aber geht's dir besser? Gehen Sie mal bitte alle von dem Herrn einmal weg. Natürlich. Mr. Bitcoin, du kleiner, feiger Hund, warte okay. Ab. Nochmal eine Anzeige bitte wegen Beleidigung. Ja, das kannst du direkt machen. Alles gut. Mr. Bitcoin, ja? Ich habe heute ein Stück von deiner Ehre zerstört. Ja. Und es wird immer mehr kommen. Das der bedroht sie, ne, Mr. Bitcoin? Ich denke, das liegt daran, weil du keine besitzt, sie. Ich habe seine stärksten Kämpfer besiegt. Du bist hinterher gekommen und hast Leute niedergeschossen. Zerstört habe ich dich, du feiges, kleines Mädchen. Er hat noch davon geredet, dass er Drogenverkäufer ist. Hat er noch was in seinen Taschen an Drogen? Ich habe keine Drogen, du zusteckendes Arschloch. Schau mal bitte rein. Deine Waffen bringe ich dir vorbei später. Ich bringe ihn runter, ja. Alles klar, wir bringen ihn runter. Hermano. Abo Fuego, sag mal leise, Hermanos. Abo Fuego, komm her. Der glaubt mir nicht. Du bist doch mein Anwalt, oder? Si. Sie sind der Anwalt von Mr. Bitcoin. Si, was sieht's aus, Hermano? Also, ich kann beweisen, dass dieser Täter da vorne hier. Der Herr, haben Sie eine Anwaltslizenz? Wie bitte? Haben Sie eine Anwaltslizenz? Ja, hab ich nicht. Mit Anwalt meine ich das nicht so, Anwalt. Ich meine als Zeuge halt eben, dass ich hier mit Mr. Bitcoin reden kann. So meine ich das.
Okay, also Sie möchten mir jetzt erzählen, dass Sie für Herrn Mr. Bitcoin leben. Wenn er das erlaubt. Das weiß ich nicht, ob er das erlaubt, aber... Also ich kann auf jeden Fall bezeugen, dass dieser Mann mich geschlagen hat. Und er hat das auch vorhin wortlaut bezeugt. Also den ich weiß nicht, den Hartschein geliebt haben. Ja? Genau, er hat ja vorhin selber gesagt, er hat mir die Fresse pulliert. Ich habe eine Frage kurz, Officer. Mr. Bitcoin, geht's Ihnen gut? Welcher Polizist hat die Waffe bei mir entwendet? Okay. Also, Sie sagen, wir bleiben bei der Aussage, dass Sie der Anwalt von Herrn Bitcoin sind. Na klar, dass du bist doch mein Anwalt, oder nicht? Ich hatte nur einen Hose. Komm mal mit. Aber Fuego. Mr. Bitcoin. Moment, Hermano, sofort. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Ja, ist alles gut. Hör zu, Hermano, ich habe dir gerade geschmiert. Du musst nur sagen, Sie. Und hör zu, wenn er sich nach einer Anwaltslizenz fragt. Hermano, du willst mich gerade in den Knast legen, das weißt du, gell? Mann. Und da wegen dir komme ich in der Kita, ich habe keinen Bock auf sowas. No, no. No, no, gar nicht, no, no, ne? Überhaupt nicht, no, no. Jo, jo, natürlich, yes, yes. Hör zu, Hermano, das ist sehr wichtig. Ich merke so sehr, wie du dich gerade totlachst. Willst du dich beweisen oder nicht? Du bist mein Anwalt. Was denn beweisen, Mann? Muss man recht nur langsam beweisen. Du hast den nicht bekommen. Du bist mein Anwalt. Komm, Hermano. Ich brauche dich als Anwalt. No, 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 ja, Zeuge bin ich da, ja, Zeuge. Hör zu, Hermano. Ja. Ich kann das nicht länger machen. Ja, die mir zugesteckt. Du kannst nicht länger spielen, dass du mein Anwalt bist, Hermano. Das ist illegal. Deswegen habe ich gesagt, ich bin deine Zeuge, Hermano. Du hast gesagt, du bist mein Zeuge. Ich fange schon zu reden wie du, Hermano. Klar. Hier vor mir hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, bei der Aufklärung der Tat. Also Sie meinen, das ist Bitcoin? Ja, genau. Okay, Bitcoin. Herr Bitcoin, vielen Dank auf jeden Fall für die Aufklärung der Situation, ja. Wir werden uns jetzt dem Herrn annehmen und wir werden... Hat der gerade gespuckt oder was? Niemand hat gespuckt. Wie läuft die Scheiße jetzt? Die Scheiße läuft so, dass wir den Herrn jetzt abführen. Wir werden ihm natürlich das Recht auf einen Anwalt eingestehen. Wir werden ihm die Rechte vorlesen, ansonsten wird er dann verhaftet und inhaftiert. Verhaftet und inhaftiert. Und was passiert mit meinem Anwalt? Er kann ja mitkommen, oder? Ja. Aber Sie haben ja Herr Bitcoin. Warte mal, wohin mitkommen? Herr Bitcoin, es gibt ein kleines Problem. Ich habe gerade, Sie waren vielleicht ein bisschen laut. Er hat noch gesagt, dass der Herr Ihren Anwalt spielt. Der Mann hat ja keine Anwaltslizenz.